Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Archimetallurgie. Ab jetzt immer in der neuen Werkstatt mit sehr viel mehr Platz und sehr viel mehr Möglichkeiten, sodass wir viele neue, tolle, große Sachen machen können. Als Auftaktprojekt habe ich hier eine Serie, eine Videoserie vor, bei der ihr der Herstellung von zwei spätmittelalterlichen Steinbüchsen beiwohnen könnt. Ihr werdet also vom Anfang bis zum Ende sehen, wie man so eine Steinbüchse hergestellt haben könnte. Ich richte mich da nach Schriftquellen aus dem Spätmittelalter, die ein sehr genaues Bild davon abgeben, wie man solche Büchsen herstellen kann. Ich habe hinter mir die Formlade aufgebaut, da sind zwei Spindeln drin, sodass ich zwei Kanonen gleichzeitig machen kann. Auf den Spindeln wird ein Tonmodell hergestellt. Das Tonmodell sieht genauso aus, wie nachher der gegossene Körper, die Steinbüchse aussehen soll. Um das Tonmodell kommt eine Lehmform. Ich nehme die Holzspindel raus, ich nehme die Tonform, das Tonmodell raus und trockne dann die äußere Formhülle und kann da dann später das Metall eingießen. Natürlich muss man auch noch einen Kern machen, aber ich werde euch jeden Schritt einzeln zeigen. Heute erstmal das Auftaktvideo. Ich zeige euch jetzt noch die Formlade und die Spindeln und dann solltet ihr innerhalb von ein paar Tagen schon das nächste Video sehen.